Itemkombination 1 ist diese hier. Grüne Panzer, Stern, Feuerblume, Geist und Feder. Alles noch ganz entspannt, denkt ihr? Dann wie wär's mit einem 1 gegen 3? Der Einzelspieler kriegt Sterne, Pilze, Bumerang, die drei Spieler Triple Shells und Geister. Das Ziel war eigentlich, dass der Einzelspieler mit dem Stern die meiste Zeit unverwundbar ist, aber stattdessen haben wir ihm ständig den Stern geklaut. Ups. Richtig cool ist aber die Kombination aus Triple Bananas und Bloopern. Die Arenen sind einfach nur noch ein Minenfeld und wer Punkte machen will, muss sich zwangsläufig an Orte begeben, wo alle anderen sind. Reine Taktik. Nochmal 3 gegen 1. Diesmal beim Insignien-Diebstahl. Ich bin alleine in Rot und ich dachte nicht, dass ich so häufig den Blitz bekomme, selbst wenn ich 2 Sekunden vorm Gewinnen stehe. Aber das hat uns auf eine Idee gebracht. Insignien-Diebstahl, Free-for-All, aber nur mit Blitzen. Ich lasse das Videomaterial an der Stelle einfach mal für sich sprechen. Ratet mal, wie lange so eine durchschnittliche Runde gedauert hat.